So, hier scheint der Zugang zu sein. Zur Brücke? Na komm, wir schnetzeln uns mal durch. Überquere die Brücke und schalte alle Bedrohungen aus. Besiege Todfallpiraten. Sind wir denn hier richtig? Das ist ja schon diese Brücke, ne? Naja, vielleicht können wir hier so den einen oder anderen umgehen oder auch nicht. Die haben viel zu gute Augen. Sind aber keine Piraten. Die müssten dann auf der anderen Seite sein, oder? Oh, ich loote erstmal. Boah, der hat mich so, hat mich verlangsamt. Sehr lästig. Und der nächste, der mich verlangsamt. Hehehe, zu spät. Oh, vielleicht wären wir ja heute noch 37. Das ist ein Spieler, gut. Schon gedacht, das kann doch nicht sein, dass er schon wieder ein Respawn ist. Und hier die Fußlosen. Nice. Er kann Bogen üben und ich freue mich, dass er schneller tot ist. Mit seinem schicken Admiralsanzug. Mädchen. Dass die noch ganz ist. Ist aber doch schön. Dann haben sie es ja gut gebaut. Hört nur auf den Moment, wo plötzlich so eine Lücke ist und man nicht mehr weiterkommt. Das würde mich nicht wundern. Ich glaube, man kann tatsächlich komplett rüber. Huch! Pfeilregen. Gruselig. Wenn er selber innen mittendrin steht. Wir sind mal fast drüben, aber Piraten sind hier keine. Hätten wir doch unten kämpfen sollen, aber dann hätten wir ja nicht die Brücke überquert. Wir sind auch auf der Gephira-Brücke, nicht. Das ist nicht die Salzuferbrücke. Ah, die Salzuferbrücke ist diese hier. Wir haben eine andere Quest. Die Relikte sollen wir hier einsammeln. Ach, ich war so fixiert auf. Ach, wir müssen doch einmal. Diese pompöse Brücke hier. Vielleicht müssen wir da sogar hin. Wenn. Halt, ich will auch. Wenn, so als letzte Brücke. Ich hab jetzt irgendwie immer eingebildet, das wäre diese Brücke. Naja. Oh je, was ist das? Der hat einen Bonbon auf der Hand. So sieht's gerade aus. Relikt der Ahnen. Das sieht ja sehr spannend aus. Relikte der Ahnen. Jetzt leuchtet es nicht mehr so schön. Ich brauche aber noch mehr. Eins reicht nicht. Sie will mehr. Wir arbeiten uns mal den Turm hoch.
Nützt dir nichts, wenn du eine Spezialattacke machst. Du musst doch mal wieder sterben. Nach unten ging es ja nicht jetzt, ne? Es geht nur nach oben. Wo ist denn jetzt der andere, der mit mir da war? Macht der hier nicht die Quests? Oh mein Gott. Das ist das Relikt, oder? Puh. Müssen wir da raus? Oh ja, da ist die Kiste. Nur nicht runterschmeißen lassen. Ich muss echt aufpassen, dass die mich nicht runterschmeißen. Ah, lieber so rumkämpfen. So. Da habe ich echt Respekt, wobei ich glaube, das wäre nicht mal so schlimm. Das ist nicht so hoch. Das würden wir wahrscheinlich überleben. Oh, ein Schlückchen trinken. Boah, wie hoch ist denn der Turm? Ja, okay, wenn wir jetzt noch zwei Relikte brauchen und dann das immer so ein paar Treppen hochgeht, dann ist der schon noch ein Stückchen hoch. Aber hier wird es schon luftiger. Die Truhen werden immer gut bewacht. Ich habe schon so viele Tränke, die muss ich mal teilen, weil die sind ja auch schwer. So, Zwiebel. Oh, da draußen hat es auch was. Dem Balkönchen. Ja, mir fehlen aber noch ein paar Relikte. Oh, Chefe, Zuchtmeister Holm. Ja, der hat ein Schild. So, ein bisschen die Puste weg. Uhaha. Boah. Er nervt mich. Ein Schild. Fall jetzt um. Untersuche die Spitze. Okay, das haben wir jetzt gemacht. Ich glaube, ich esse mal noch was. Aber uns fehlt ein Relikt. Zwei Relikte. Und da die ja so schön leuchten, kann ich hier auch keins übersehen haben. Also entweder nur weiter, noch weiter unten. So, mal gucken. Ich überlege gerade, ob ich da runterhüpfe. Müsste eigentlich... Ah, da unten ist schon wieder Respawn. Aber wo sind die anderen? Relikte. Sonst hat ja nichts geleuchtet. Ich hüpfe da jetzt runter. Und dann nochmal. Vielleicht hinten an der Seite oder so. Also wenn man nur mit dem Turm rumgeht vielleicht. Mal gucken. Oder gibt es noch einen anderen Spot? Das könnte natürlich auch sein. Gucken mal. Doch, die müssen eigentlich hier sein. Dann gehen wir jetzt mal außen rum. Oder unten drin. Das könnte natürlich auch sein. Also wenn man von unten, wenn man gar nicht über die Brücke hierher läuft, sondern unterm Turm. Hier ist auf alle Fälle nichts.
Eine Kiste. Weil hier unten sind ja auch Sachen. Ich weiß nicht, ob man da rein kann. Unten. Ob es da auch einen Eingang gibt. Aber hier oben bin ich durch. Mal gucken, mal spiegeln. Oh, jedenfalls hat es Treppen. Aber hier runterhüpfen ist ein bisschen gefährlich. Das überleben wir nicht. Obwohl, wenn man gut rutscht und man auf den Kanten landet, sollen wir es testen? Wenn man jetzt auf dieser Kante landet hier. Ach, du sollst dich hochklettern, du dumme Nuss. Du sollst hier runterrutschen. Auf der Kante wollte ich eigentlich landen. Oh, krass. Hab's überlebt. Dann müssten doch jetzt hier eventuell die anderen sein. So, ich habe so viel Tränke von denen. Das ist schon recht, wenn ich die verbrauche, dann gehe ich jetzt erstmal hoch. Ja, guckt mal, da ist ein Eingang. Oh, die Bogenschützen sind schon fies. So gern so ein Leech. Und ich glaube, hier stehen sogar zwei, oder? Innen. Ah, doch. Von den kleinen Tränken habe ich gar keine mehr, sehe ich gerade. Dann packe ich den hier hin. So. Nein, das sind bloß so Fackeln. Wie fies. Oh, eigentlich hättest du noch jetzt nach hinten stoßen müssen und unterbrechen. Ja, fies. Die Nahkämpfer sind so schweichlich. Und die Bogenschützen, die sind echt voll die Power-Typen. Oh je, ich glaube, ich sterbe jetzt. Ich kann nochmal einen Trank nehmen. Nee. Steht da nur und lacht und haut mich nicht um. Der Sack. Warum? Jetzt geht er weg! Ah, kann mich jemand wiederbeleben? Aber es ist halt keiner da. Da sind sie! Die Relikte. Ich fände es halt gut, wenn man dann doch nicht angegriffen wird. Wenn man dann so ganz langsam wieder Leben kriegt und dann doch wieder aufstehen kann. Na gut. Wir gehen zum Lager. Und dann können wir ja am Strand entlang laufen. Hey, danke. Echt positioniertes Lager. Aber ich glaube, der hat den da gerade vorbeigezogen, oder? Also bis gleich. Dann holen wir uns die noch. Und gucken dann, wie es weitergeht. So, wir sind jetzt unterhalb. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Aufgang finden. Nur ist gut.
Weil ich glaube nicht, dass es Sinn der Sache ist, dass man da runterhüpfen muss von der Brücke. Eigentlich. Es muss ja einen Aufgang geben irgendwo. Oh, Krokodile ohne Ende. Da sieht's gut aus, hm? Von der Seite. Du hast mich nicht gesehen. Ja, nice. Sogar mit Kiste. Au. Die anderen sehen einen auch nicht so. Was, wer einen gut sieht, sind immer diese Bogenschützen. Und die hauen ja auch voll rein. Da, die Nahkämpfer sind ja Pilleballe. Wenn mich da vier angreifen, dann... Du hast schon recht. Oder so ein Mage da. Naja. Aber... Jetzt wissen wir, wir müssen vorsichtig diesen Turm betreten. Die lauern hinter den Säulen. Den Heiltrank trinken wir gleich wieder. So, bin vorsichtig geworden, ja. Oben kommt jetzt auch rausgelaufen. Weil der hat mich ja auch gesehen. Ja. Ich warte mal auf den. Ne? Weil da so wieder so ein Bogenschütze ist. Ja. Oh, der sieht mich aber auch nicht. Vielleicht, weil ich hinter der Kante stehe. Ja, jetzt sind es halt wieder mehrere. Oh, hoho. Mehrere Bogenschützen. Na, gegen das olle Fußvolk passiert gar nichts, aber die Bogenschützen. Oh, danke schön. Oh nein. Was schießt noch? Wer da? Ich hätte so gerne einen Leech. Oh, ist ein anderer Spieler. Da sind wir vorhin gestorben. Das war nur der eine, oder? Ja, einer. Nein, zwei. Sehr schön. Und jetzt hole ich mir auch die Kiste, neben der ich vorhin gestorben bin. Nice. Jetzt müssen wir ja eigentlich die Treppen, oder? Ging da noch weiter hoch? Nö, das war das Höchste hier, ne? Auf hier und dann... Fertig. Hm. Dann können wir hier auch runterhüpfen. Hat ja vorhin auch so gut geklappt, oder? vielleicht nicht gerade in die Arme von so einem... Oh ja, so ist auch gut. So, hier sind wir ja fertig, ne? Ja. Dann hier rüber zur nächsten... Brücke. Aber die würde ich tatsächlich vom Ufer aus gerne. Dann können wir nämlich an diesen ganzen Wracks... Mal gucken, ob es da noch was Besonderes gibt. Gab nichts Besonderes. Und wir sind fast an der Brücke. Wir
Überquere die Brücke und schalte alle Bedrohungen aus. Piraten. Okay. Wieder so eine zusammengeschusterte Brücke. Sie wundert sich ja immer, dass die Brücken noch ganz sind. Naja, ich denke mal, da wo sie kaputt waren, wurden sie halt wieder geflickt. Die Leute haben halt doch weiterhin Interesse, da drüber zu kommen. Oha, Level 38. Kommt natürlich jetzt drauf an, wie fies die sind. Wie viele muss ich? 4? Ja. Wenn sie nicht immer zu zweit kommen. Oh, eine 4er-Muskete. Wow. Wir haben noch eine andere Quest hier, und zwar sammle Wildweinborsten. Okay, aber das wird nicht innen drin nötig sein. Oh, das hat ihn aber nicht sehr gejuckt, obwohl ich ihn von hinten getroffen habe. Ach, das ist sogar ein Chef. Ja, super. Deswegen. Will ich den? Ja, komm, wir probieren's. Der ist ja nur silbern quasi. Sollte vielleicht klappen. Ja, auch wenn er so einen Knüppel hat. So. Dann brauchen wir ja nur noch einen. Einen brauchen wir noch. Gibt es noch einen, der nicht ganz so fett ist? Sag mal, diese Schweineborsten, hä? Die hätten wir auch hier drüben gekriegt. Das sind auch Schweine. Ach, das ist ein Schildträger. Naja. Werden wir auch schaffen. Ja. Also hier kommen wir zur genauen Untersuchung später nochmal her. Da möchte ich mich jetzt nicht durchschnetzeln, aber erkunden müssen wir das nochmal besser. Ja, dann gucken wir jetzt mal. Die scheinen ja hier irgendwo in der Schlucht zu sein. Wir gehen mal außen rum. Und gucken mal, ob das andere Schweine sind. Da guckt die Panther sind auch dieselben von drüben. Ich denke mal, dass auch die Schweine nicht viel anders aussehen werden. Oh, aber viele Panther hat es hier. Also wenn man da ein bisschen Leder braucht. Leoparden. Insel-Leopard. Ich dachte immer, Leoparden, wir hätten ein Leopardenfell. Also so ein Punktemuster. Oh, da hinten kokelt es ganz schön. Ne, die Brücke oder der Steg sieht nicht mehr so ganz so gesund aus. So, liebe Schweinchen, wo seid ihr denn? Ich sehe nur Katzen, die mich anfallen. Obwohl daneben. Freut man sich doch, wenn man mal zur Seite springen kann rechtzeitig. Aber von diesen Pflanzen hier hat es hier viele. Ich glaube aber auch, dass hier nicht sehr viele Spieler hinkommen, um das Zeug abzufarmen, weil es halt doch sehr weit ab vom Schuss ist. Sehr dezentral. Ja, da hinten hat es noch einen Teleporter. Den wollen wir uns natürlich auch holen. Boah, das ist ja eine richtige Festung. Und ich denke mal auch schwer
Vielleicht sogar schon 40er? Aber die Schweine sollen wohl hier unten sein, oder? Ja, komm, wir hüpfen mal runter. Gehen unten durch und schauen mal nach dem Teleporter. Und wenn es mir hier jetzt ein bisschen zu knackig ist... Gott! Das ist wieder so ein... Da hat es ein Schwein. Das ist wieder so ein... Solche sind uns schon mal am Strand begegnet. Der explodiert jetzt wahrscheinlich. Noch stirbt. Ja. Da ist noch einer. Die bewachen hier diesen... Durchgang. Ja, mal noch einen. Und dann zu den Schweinchen. Autsch. Den lasse ich stehen. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Hier durchschleiche. Ja, das sind halt voll die gleichen Schweine, ne? Tropisches Wildschwein. Vielleicht ist der Popo ein bisschen gelber. Ja, komm. Wer weiß, was uns hier noch geschieht. Da unten gibt es noch was zu erkunden. Das sind Piraten. Also wegen dem einen Schwein wird es hier angezeigt? Das kann ja nicht wahr sein. Capeman, hey! Das ist ja einer aus der Sippe. Sippe ist gut. Kompanie. So, aber das mit den Schweinchen finde ich schon ein bisschen mau. Eine Schwein hier. Vier brauchen wir. Ja, oder ich stelle mich halt dahin. Ich meine, der Respawn ist ja immer schnell. Und hau das halt dann viermal um. Noch dreimal. Ja, machen wir so. Ich glaube, das ist das Bequemste. Also der Schweine-Respawn. Oh Gott, das ist ein Boss. Der Schweine-Respawn, der dauert mir jetzt ein bisschen zu lang. Zumal ich die Schweine ja auf dem Radar sehen müsste. Und es ist hier halt nichts, ne? Jetzt erkunde ich mal noch die Fragezeichen und dann holen wir die Schweine hinten, wo es mehr hat. Also irgendwie ist es sehr blöd, wenn die das hier als Spot angeben. Und ich denke mal wirklich, dass das dieselben sind. Clairemans Zweifel. Okay, was ist das da für einer? Okay, auch so ein bisschen schwerer. Das gucken wir uns alles später an. Das ist ein Feuer da hinten? Nee, das ist eine Ressource. Krokodile und alles. Nein, das gucken wir uns dann ein anderes Mal an. Was haben wir denn da? Und dann haben wir halt hier noch. Und geradeaus ist noch ein... Ah ja, da kommen, den holen wir uns noch, den Teleporter. Und es muss nicht immer nicht so weit herlaufen. Nee, das ist, sind Feuer, ne? Die hier brennen. Böses Gebiet. Böses, böses. Seidenpflanze kann jetzt verfolgt werden. Ne? Ja, die müsste ich eigentlich auch mal farmen. Mitten in der Pampa hier. Teleporter. Jo, nice. Dann ist hier noch ein Fragezeichen. Das gucken wir uns auch an. Ganz viele. Guck mal hier. Und da. Ah, das ist weiter weg. Das sind alles so Lager, ne?
Oh ja, guck mal, der sieht auch böse aus. Das hat alles Level 38 und alles so ein bisschen schwer. Also schaffen würden wir so den einen oder anderen. Wir könnten uns durchbeißen, wenn wir das unbedingt wollten, aber wozu? Also wenn wir jetzt nicht questtechnisch hier hingeschickt werden, dann würde ich das mir erstmal aufheben für später. Wir haben ja die Spots. Dann gucken wir mal hier im Wald noch nach Schweinen. Sieht aber überhaupt nicht so aus. Doch, da ist ein Schwein. Ein einsames Schwein. Und hier hat's Hanf. Ach, den lass mal stehen. Wir brauchen Schwein. Oh, das schläft sogar. Arme. Schnurrhaar brauche ich noch. Ja. Der braucht das Zeug wahrscheinlich für was ganz anderes. Hier hat's die Schweine. Hier hinten. Nicht da vorne. Ah, der Leopard hat mich schon entdeckt. Gar nicht da, wo es angegeben ist, sondern... Hier hinten. Da vorne ist ja auch gar kein Wald. Die Tiere sind ja eher im Wald. Oder es kann natürlich sein, dass die Leoparden und die Schweine sich den Spawn teilen. Und ich hatte ja halt jetzt das Pech, dass nur Leoparden gespawnt waren und da aber auch Schweine sein können. Und ist da... Der Speer steckt im Popo. Armes Schwein. So, noch eins. Ja, hier hat es jede Menge. Guckt mal. Oh ne, den möchte ich nicht. Dann haben wir das auch. Das würde ich gerne noch entdecken. Ah, das ist sogar Gruppen. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt hier ganz nah hinkommen, ob wir das dann schon aufdecken. Ich werde es mal probieren. Wenn nicht, dann treffen wir uns beim... Und bei wem treffen wir uns denn? Bei... Ja, eigentlich würde ich hier hinten gerne noch questen. Dann laufe ich hier rüber. Und dann gucken wir uns da noch um. Hab jetzt doch gedacht, ich pack mal hier meine ganzen Sachen aus dem Inventar wieder ins Bankfach. Und ja, wir haben sowieso hier eine Quest zu abgeben im Ort. Dann machen wir das doch gleich mal. Wundervoll! Welch ungewöhnliche Artefakte. Oh ja, die haben auch schön geleuchtet. Ich habe gehört, dass es in Brackwasser Kaufinteressenten gibt. In Brackwasser? Brackwasser ist eine weitere Piratensiedlung. Wir treiben gelegentlich Handel mit ihnen. Schließlich müssen wir Piraten zusammenhalten und du bist inzwischen praktisch schon einer von uns. Ja, dann ist schön. Schickt sie uns da noch irgendwie hin? Nö, im Moment will sie nichts von uns. Was hat sie uns denn gegeben? Ein Rapier, das wir gar nicht brauchen können. Irgendwie. Ich denke mir halt immer, diese grünen Sachen, die kann ich mir auch craften, wenn ich sie unbedingt haben will. Dann crafte ich mir einfach mal eine Runde. Aber es hat sich wieder eine Quest aufgetan, hier hinten. Rosina Bryce? Hast du irgendwas Interessantes gehört? Um als Pirat Erfolg zu haben, muss man sich alle Gerüchte anhören und wissen, welche wahr sind. So findet man die nächste fette Beute und erfährt, wen man lieber meiden möchte. Du kannst bestimmt einiges erzählen. Kennst du den berührten Taler? Nee. Vor allem ihre Haare laden nicht nach. Also das ist hier halt immer noch, dass es manchmal so Grafikpartien gibt, die einfach nicht nachladen und unscharf bleiben. Ich habe jetzt schon in den Einstellungen mal ein bisschen rumgespielt und sowieso die Texturen schon ein bisschen runter und alles, aber irgendwas kommt da manchmal nicht nach. Er soll seinem Träger unglaubliches Glück bringen. Vielleicht sogar genug, um einen Weg von dieser verfluchten Insel herunterzufinden.
Ja, dann erzähl mir, was hast du denn da gehört von dem berührten Taler? Leider nicht gerade viel. Ich weiß nur, dass der Taler sich früher im Besitz der Besatzung der Vernal Bounty befand. Trost weigert sich allerdings, mir mehr zu erzählen, nachdem seine Mannschaft zu Verlorenen geworden ist. Geh nach Grätendorf und finde heraus, was seine Mannschaft weiß. Grätendorf. Reise nach Grätendorf. Die 2. Gucken wir mal, wo das ist. Hier unten, sehr gut. Da müssen wir nämlich noch hin. Und dann ist hier noch eine Quest aufgegangen, sehe ich. Leute, die bis jetzt nichts von uns wollten, oder? Du hast dem Kapitän wirklich geholfen. Ja. Ich habe die Lunden gesehen, die du mitgebracht hast. Ich hätte nicht gedacht, dass die Verderbten schlau genug sind, um welche herzustellen. Werden sie mutiger? Oder eigentlich schlauer, oder? Es hat den Anschein. Klüger und mit neuen Taktiken. Deshalb hat mich Hauptmann Lucien gebeten, alles zu tun, um sie aufzuhalten. Und wie willst du das machen? Manchen Theorien zufolge meiden die Verderbten wandernde Geister. Bitte reise zu den Blitzfeldern und besorge Proben der verschiedenen Geister, um das zu evaluieren. Das ist aber fraglich, ob so eine Probe da viel Auskunft gibt. Aber okay, ich kann es ja probieren. Judas wäre dann... Sammle Essenz des Wassergeists, das wäre dann die 1. Das ist hoffentlich auch hier unten. Yay, ja, da waren wir zwar schon, aber okay. Das macht ja nichts. Das bestätigt uns nur, dass wir hier... Ja, wir müssen die hier noch runter. Quest abgeben. Dann haben wir hier noch was zu abgeben. Und dann laufen wir einfach mal hier rüber und gucken. Hier. Einmal in die Runde. Klingt nach dem Plan. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er immer noch mal Zeug haben will. Aha, ich merke schon, dass das der Schlüssel sein wird. Ich muss diese Materialien noch genauer untersuchen, aber ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Wobei, hast du ein gutes Gefühl? Schon in ein paar Jahreszeiten werden wir alle möglichen Bestien zähmen können. Das klingt ja, als ob das noch lange hin wäre. Bald werden wir wahrscheinlich alle Haustiere haben. Wegen einem Bogen. Und Level Up. Juhu. Ja, tatsächlich keine Folgequest. Oha, oha, oha. Und dann machen wir es nämlich so, wenn wir eh unseren Vorrat voll haben, dann beam ich mich jetzt hier hin. Ach nee, das geht ja gar nicht von hier aus. Mist! Das geht ja nicht. Wir sind ja nicht in einem Außenposten. Das geht ja nicht aus der Pampa. Mist. Mist, Mist, Mist. Oh, wir haben Stärke verloren. Haben wir was Neues angezogen? Ja, stimmt. Irgendwie so ein Hut oder sowas. Ja, okay, dann packen wir das da wieder drauf. Na, müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwas kriegen mit Stärke. Ganz bestimmt. Okay, dann heißt es laufen. Stimmt, wir haben ja die Brücke erkundet, ne? Mal gucken, ob er uns zu einer nächsten Brücke schickt. Ja, die lieben Folgequests.